Hallo Leute, heute aus der ersten Folge Frag den Biokoch. Wir haben hier eine Kulisse an der Weser gewählt. Wir sind ganz bewusst rausgegangen. Hier ist das Licht einfach wesentlich besser. Ja, wir haben 10 Fragen vorbereitet. Einfach so ein Quermix aus YouTube, Facebook, was über E-Mail gekommen ist oder die Webseite gefragt ist. Ich hoffe, ihr seid nicht traurig, wenn eure nicht dabei ist. Es wird ein regelmäßiges Format und wir fangen einfach mal an. Und zwar eine Frage war, was ist eigentlich dein Lieblingsessen? Ja, da gibt es ganz, ganz viele jahreszeitlich. Zum Beispiel im Moment sind Semmelklöße mit Pfifferlingen. Das ist so auch so eine Kindheitserinnerung. Es ist ja ganz oft so, dass Lieblingsessen an Kindheit gekoppelt sind. Ja, eine weitere Frage, bist du eigentlich Koch? Findet ihr auch auf der Homepage, der biokoch.de, gibt es auch einen Link dazu. Da steht so ein bisschen was über meine Vita. Also ich bin Koch, gelernter Koch, ich bin auch Küchenmeister und habe auch noch so eine Diät-Sonderausbildung. Ja. Wer ist eigentlich wir, ist gefragt worden. Ja, wir ist mein Sohn Andrzej und ich. Wir haben das Projekt vor 3 Jahren gegründet. Mittlerweile ist auch Frau Biokoch ganz fleißig dabei und ab und an so unsere Tochter, die studiert außerhalb, von daher ist der Anteil ein bisschen weniger. Wie wichtig ist für dich Gemüse? Ja, Gemüse ist für mich überhaupt essentiell, ein essentielles Nahrungsmittel. Es ist so vielfältig wie nichts anderes. Von A, Artischocke bis Z zu Zuckerhut ist eine riesengroße Bandbreite da an ganz, ganz tollen Produkten. Naja, und gesund ist es allemal. Gibt es Gemüse, was du nicht magst? Definitiv und ganz klar, nein, nada. Ich liebe Gemüse, wie schon vorher angedeutet. Einfach ein ganz tolles Produkt. Ja, es gab einige Fragen zum Equipment, unter anderem von Dennis zu den japanischen Messern, die ich habe. Wir versuchen immer mit sehr wenig Geld sehr viel zu machen. Wir drehen zum Beispiel mit einer wirklich sehr günstigen Kamera. Am besten zeigen wir da auch wirklich mal ein Video. Ich hoffe, das kommt da nicht so wie im Verkaufswerbefernsehen. Und hier haben wir einen tollen Shaker von dem und hier rüber. Auch gefragt worden ist, schälst du eigentlich Paprika? Das kommt wirklich darauf an, wofür. Für einen Salat oder für ein schnelles Gericht wird es nicht geschält. Koche ich mal so was Feines wie so ein rotes Paprikaschaumsüppchen, der wird ja nicht geschält, genau genommen der gepellt. Dafür kommt er kurz in den Backofen oder auf eine offene Flamme. Dann kann man ihn sehr dünn abziehen und dann hat man einen ganz tollen, lieblichen Geschmack. Die nächste Frage war einfach, kaufst du eigentlich immer Bio und ist das nicht ziemlich teuer? Ja, da muss man ein bisschen aufholen. Es geht mir dabei eigentlich nicht um Bio oder Klassifikation, es geht mir eigentlich um diesen regionalen Gedanken. Dass wir wirklich ein regionales Produkt kaufen. Träumen wir nicht alle davon, von dem Gemüse aus Omas Garten, der Alpenmilchkuh oder dem Wasser aus dem tiefsten Brunnen der Welt. Diese Produkte sind einfach, die schmecken besser. Es ist unsere Kindheit, unser Erlebnis, es ist alles das, was wir unserem Körper geben wollen. Das ist eigentlich so der Grundgedanke. Natürlich hat das seinen Preis. Natürlich ist das etwas teurer. Wir bauen deswegen auch sehr viel selber an. Salat zum Beispiel schaffen wir das ganze Jahr. Das ist eine wunderbare Sache. Und wir gucken halt sehr genau. Es gibt ja auch tolle Bauern auf dem Markt, wo du wirklich super Produkte kriegst. Es muss nicht immer Bio sein, immer Fairtrade, immer das. Ihr entscheidet nach eurem Gusto, nach eurem Denken, wie ihr es wollt. Meine Empfehlung ist es letztendlich. Ja, wo kochst du eigentlich jetzt? Deine Küche in den älteren Videos sieht ganz anders aus. Das ist eine ganz einfache Sache. Wir haben jetzt ein Studio umgebaut. Wir haben einfach viel, viel mehr Licht. Das kriegen wir in der normalen Küche nicht hin. Und wenn es geht, kochen wir ja im Garten oder draußen in der Natur. Ich bin auch schon gefragt worden, was gibt es eigentlich Weihnachten bei euch zu essen? Ganz ehrlich, ich weiß es noch gar nicht. Aber bis zur nächsten Folge fragt den Biokoch. Wissen wir das ganz bestimmt. Es kommt gerade die Straßenbahn. Ich hoffe, die war nicht zu laut. Ja, und Fragen einfach immer unter den Kommentare schreiben. Querbeet, jetzt bei diesen Videos, bei den anderen Videos. Einfach runter und wir werden es als wöchentlich oder zweiwöchentliches Format, je nachdem wie der Bedarf ist, anbieten und filmen.